Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Tag, Abend. Was auch immer ihr gerade für eine Uhrzeit habt, an dem ihr dieses Video schaut. Dann gebe ich mir einfach mal so einen kleinen Guide zu, quasi zu meiner Twinblades Meta-Route. Ist es nicht die schnellste, ist aber auch nicht gerade die langsamste. Ich bin bei oben bei etwas über 2 Stunden Laufzeit, wenn alles durchgeht, wenn alles passt, bin ich bei oben bei 2 Stunden Laufzeit. Und ich denke mal, das ist noch vollkommen im Rahmen. Ist vollkommen legitim. Länger als 3 Stunden sollte es eigentlich nicht brauchen, selbst wenn ihr quasi neu anfangt, frisch seid. Da sind es nicht die ultra komplizierten Strats drin, ist vieles halt auf Safe gelegt, ausgelegt. Man hat ein bisschen Spielraum, was Fehler angeht. Klar gibt noch einiges, wo man bis optimieren kann. Einige Sektionen kann man ruhig beschleunigen. Ich sammle unterwegs noch einiges mit ein, was man im Prinzip nicht zwingend braucht, was man eigentlich auch liegen lassen kann, weil man kann im Prinzip eigentlich bei 40 Decks aufhören und dann ist gut. Ne? Ja, 40 Decks, bis was in Ausdauer und dann ist gut, da kann man den Run durchziehen mit den plus 10 Twinblades und dem entsprechenden Ring. Aber wie gesagt, ich geh ein bisschen höher, aber da gehen wir alles komplett drauf ein, wenn im Run. Ich habe dann einfach mal so einen Run durchgezogen. Der war jetzt nicht perfekt. Der ist ziemlich lang Hitless gewesen. Bis zu den Archives. Da habe ich dann den ersten kassiert, weil der eine Kerzentyp ein bisschen schneller reagiert hat, als ich erwartet habe. Aber ist ja mal Wumpe. Ist halt einfach nur ein Guide, um mal zu zeigen, aufzuzeigen, was möglich ist, wie man es spielen kann. Was eigentlich auch safe ist. Ja. Das ist eigentlich auch nicht passiert. Wie gesagt, man kann es ein bisschen langsam machen. Dann passiert sowas nicht. Aber ich gehe halt dann darauf ein, wenn es denn dann soweit ist. Und ja. Wir fangen halt ganz normal an. Ihr seht ja meinen Mauszeiger, das ist ganz nice. Ich habe den Controller-Overlay da mit drin. Das heißt, ihr seht auch, welche Tasten ich wann drücke. Wir fangen natürlich an. Ihr macht euch das hier, wie ihr wollt. Ne? Name und so weiter, bla bla blub. Wichtig ist, dass wir Mercenary, also im Deutschen der Söldner, starten. Mittlerweile geht man auch dazu über, dass man mit dem Assassin startet, weil der von Anfang an halt Spook schon hat. Also ich gehe auch auf Spook, ich nutze auch Spook in dem Run für den Dungeon Skip, weil es einfach spart. Masse an Seelen sind, glaube ich, knappe 17.000 Seelen oder so, die ich mir dadurch spare. An dem Zeitpunkt, wo ich quasi Spook kaufe oder halt entsprechend dann 3 Punkte in Vitality stecke, um den Dungeon Skip irgendwie zu überleben. Das heißt nicht irgendwie, sondern halt um den zu überleben. Und deswegen gehe ich halt auf Spook, und Spook kommt auch im ganzen Run ein bisschen angenehmer noch ein bisschen dazu. Und vereinfacht die ein oder andere Running Section auch ungemein. Deswegen, Spook ist ganz nice. Wie gesagt, ich nehme ein paar wilde Wege, extra Umwege, die ich laufe, jemanden, um halt aufzuzeigen, wie man was machen kann. Wie gesagt, wir starten als Mercenary, als Söldner, mit dem jungen weißen Zweig als Start-Item. Und wichtig, das Allerwichtigste ist, stellt euch bei Steam auf Offline. Also nicht einfach in diesem Freundeslistenmenü einfach auf Offline schalten, sondern wirklich bei Steam. Sekündchen, ihr seht ja hier mein Overlay. Ich hole mir gerade mal hier Steam ran. Zack. Geht auf den hier. Da haben wir Steam. Ne? Ihr seht hier, mein Name ist ausgegraut. Geht ihr oben auf Steam? Ihr habt dann hier die Möglichkeit, dass wir jetzt quasi online. Wichtig ist, wenn ihr offline spielt, wird halt nicht mitgezählt. So, jetzt ist halt hier oben blau. Ne? Ja, ich habe da 100%, aber es ist ja mal relativ egal. Ne? Ihr klickt hier oben einfach auf Steam. Und ihr wählt dann den zweiten Punkt offline gehen. Der fragt euch, Steam mit dem Prompt zum Offline-Modus wechseln. Bestätigt ihr zum Offline-Modus, jetzt habt ihr unten auch Offline-Modus stehen. Weil somit mit. Jetzt unterbindet ihr 99% der NPC-Invader. Die kommen einfach nicht. Die sonst kommen würden und euch blocken würden im Run. Ne? Also oben auf Steam. Und dann der zweite Punkt. Offline gehen. Das reicht halt nicht einfach nur hier. Das ist in einem Freundesmenü. Ich schiebe die mal wieder kurz weg hier. Wo wir die Freundesliste. Ich kann auch noch ganz kurz rüberziehen. Hier zack. So, ich gehe jetzt einfach mal hier nochmal auf Online. Sieht jetzt ein paar von meinen Freunden, die ich da drin habe, aber das macht ja nichts. Ja, ich möchte mal ganz kurz verlassen, bitte. Zack. Es reicht halt nicht, hier hinzugehen und sagen, offline. Das reicht halt leider nicht. Ne? Das funktioniert nicht.
Müsst halt schon über Steam selbst machen. So viel dazu. Wichtig, Steam offline schalten. Habe aber direkt noch einen kleinen Guide dazu gemacht. Der erste Part ist, glaube ich, bis vor Watcher. Wenn mich nicht alles täuscht, ich bin hier bei 37 Minuten. Müsste, glaube ich, bis vor Watcher oder nach Watcher sein. Irgendwie so um den Dreh. Also, wie gesagt, wir starten Söldner, Mercenary, Jünger, Wasser, Zweig. Rest. Stellt euch ein, wie ihr wollt. Alles gut. So, wir starten einfach mal. Ja, ihr geht auch mal schön durch. Und dann starten wir das Ganze. Mal ein bisschen lauter machen, vielleicht mal. Dann können wir auf 100%, dann passt das auch. So, wir legen alles ab, wir ziehen alles aus, außer die Twin Blades. Ja, ich lege auch immer schon den weißen Zweig ab, damit ich den nicht aus Versehen benutze. Weil wenn wir den vor dem Settlement verbraten, ist das ziemlich ungünstig, weil dann müssen wir den Friedhof. Und der Riese ballert auf uns. Weil wir nehmen halt den Zweig mit, damit wir von den Pfeilen vom Riesen keinen Schaden kriegen. Ich laufe halt immer in die Nische rein, nehme die 200er Seele mit, ist immer ganz nice. Die Flask kann man mitnehmen, tut nicht Not. Ich lasse sie liegen, ich brauche die nicht. Die ersten drei Hollows kann man easy killen, dem wollte ich Backstep geben, hat leider nicht funktioniert. Ne? Die sind einfach mit einer Running L1 sterben die. Den vierten, der uns jetzt hier vorne entgegenkommt, der Kollege hier, der braucht eine Running L1 plus R1, weil der ein bisschen mehr HP hat. Ja, er braucht dann noch einen zweiten hinterher. Dann springen wir hier auf diesen Baum zu und nehmen diese Titanit-Scherbe mit. Auf ihn gehen wir mit der Plunging Attack. Und dann laufe ich hier mal ein bisschen schräg, dass er auf jeden Fall vorbeischießt. Darauf hinter ihm gebe ich ihm einen Backstep. Und dann kommen wir auch schon zu Gundyr. So. Gundyr, der Kampf. Sieht folgendermaßen aus. Wir ziehen das Schwert. Dann gebe ich ihm 4 Hits in die Aufstehanimation rein. Mache ich mal dadurch schon mal Schaden. Versuche ich dabei schon rumzuzirkeln um ihn. Ich zirkel mal links rum oder rechts rum, ist egal, dass ich auf jeden Fall hinter ihm stehe. Ja. Und gebe ihm dann nochmal, nachdem sich ein bisschen Stamina aufgebaut hat, ungefähr so viel wie jetzt da ist, ungefähr. Gib dir nochmal eine L1 rein. Das heißt, am Anfang kriegt ihr schon mal 5 L1 rein. Bei Gundyr könnt ihr nahezu jede Attacke straven. Das heißt, ihr müsst nicht. Ich kämpfe ihn immer sehr close. Ich stehe immer direkt vor ihm. Ich gehe nicht auf Distanz. Weil, wenn ihr auf Distanz geht, dann springt der wild durch die Gegend und macht wilde Attacken. Die wollen wir nicht. Das ist einfach ein bisschen zu scary. Und ich bin halt immer ganz gerne nah an ihm dran. Schränke ihn dann mit ein in seinen Angriffsmuster. Und, also wie gesagt, 4 beim Aufschwertziehen, 4 rein, den fünften. Dann brauche ich noch 4 weitere Hits, dann staggert er. Oder 3 weitere Hits und er staggert. In den Stagger pumpe ich ihm die komplette Ausdauerleiste rein. 4 Hits. Plus einen in den Phasenwechsel. Er wechselt die Phase, wenn er dann platzt, dann kriegt er noch eine L1 rein. Dann gehe ich ein bisschen auf Seite, lasse Stamina regenerieren. Dann braucht er nochmal 3 Hits für den nächsten Stagger. Und dann kann ich ihn nochmal mit 3 L1 finishen. Im Stagger. Also, so sieht der Plan aus. Ich glaube, ich strafe auch jede Menge Attacken. Deswegen, gehen wir einfach mal hier durch. Wie gesagt, wir ziehen das Schwert. Eins, zwei, drei, vier. Beim vierten gehe ich ins Lock-On. Die fünfte. Die könnt ihr nicht strafen. Die müsst ihr rollen. Die kann man strafen, die nicht. Das ungünstigste Opening, dass er eine Dreierkombo macht. Die müssen auch auf jeden Fall dodgen. Ne? Die könnt ihr strafen, ganz nah dranbleiben einfach. So, die Pokes, die kann man strafen. Ne? Jetzt kommt der Stagger. Eins, zwei, drei, vier. Er geht in den Phasenwechsel. Gib ihm noch einen. Stamina warten. Eins, zwei, drei. Er geht in den Stagger. Stamina. 1, 2, 3. Gundyr ist Geschichte. Ne? So. Wenn ihr Glück habt, macht halt jede Menge Attacken, die ihr strafen könnt. Die Pokes, könnt ihr strafen. Diesen Schlag, den ich gestraft habe, könnt ihr strafen. Und es gibt auch diesen, den der Halbhoch ansetzt. Den könnt ihr auch strafen. Ne? So. Dann geht einfach hier raus.
Könnt entweder links rumlaufen oder ihr lauft hier rechts rum, ganz wie ihr möchtet. Ich mache es immer noch ganz gerne so. Ich gehe jetzt halt erst rein, kaufe ein bisschen ein und gehe dann nochmal raus und hier oben rum. Ne? Weil hier oben drüber liegt noch eine Ember. Hier hinten liegt noch ein Homeward-Bone. Und hier rechts bei dem Doggo liegt noch eine Ember. Ich kaufe erst ein, weil ich mir dann schon mal den Dagger und das Schwert kaufe, das Kurzschwert. Mit dem Kurzschwert laufe ich so lange, bis dass ich quasi im Sumpf Ferris Keep Swamp oben von der Brücke zurückbaue. Dann gehe ich wieder auf die Twinblades. Weil für den Doggo reicht ein Charge A2 mit dem Kurzschwert, zu one-shotten. Mit den Twin Blades, du stehst halt erst mit dem einen Blade zu, dann nimmt er einen Schaden und wird natürlich nach vorne geschleudert und das zweite Blade misst. Ist ganz sketchy werden. Es kann funktionieren, aber es ist ganz sketchy werden. Deswegen gehe ich halt erst rein einkaufen und laufe dann außen rum. Ob ihr hier außen rumlauft, wie gesagt, ist euch überlassen. Es sind ein paar extra Seelen. 2000 insgesamt, die ihr dann da zusammenkriegt. Und dementsprechend könnt ihr entscheiden. Ich mache hier mal ganz, versuche immer ganz gerne Damage Guns, also leider nicht funktioniert. So, ich kaufe hier ein 11 von den Feuerbomben. Einmal Prismastein. Den Dagger und das Kurzschwert. Dagger, Kurzschwert. 11 Bomben und einmal Prismastein. Wechselt direkt die Waffen aus. Vertauscht das Ganze erstmal wieder. Ich habe gerne auf 1 das Kurzschwert. Auf 2 habe ich gerne den Dagger. Den Dagger, den lasse ich auch die ganze Zeit in der Regel auf der 2 liegen. Nehme mal zweihändig. Weil die sind dann auch mit der Charge Artur beide One-Hit. Ja, auch nochmal gerade Seelen. Wie gesagt, hier liegt noch eine Ember. Die nehme ich immer ganz gerne mit den 1000 Seelen. Das hier ist optional. Wie gesagt, müsst ihr nicht mitnehmen. Kann man mitnehmen. Ist nicht Not. Hier liegt ein Homeward-Bone, den nehme ich ganz gerne mit. Hier liegt noch ein Ember. Ihr könnt einfach hier runter droppen. Das stört den Hund nicht. So, dann könnt ihr entweder schleichen, indem ihr den linken Stick nicht komplett vordrückt. Oder ihr geht einfach mit der Weapon Art L2 gedrückt halten. Ja. Dann ein Charge A2. Oder halt rechter Trigger. Mit dem Schwert und dem Hund einmal in den Bobbes pieksen. So, und jetzt laufe ich auch noch einmal hier außen rum. Ich mache schon direkt am Anfang einmal den Tree Skip und sammle halt oben schon mal den silbernen Schwabenring ein. Nehme hier die Seele noch mit, sind auch nochmal 200 Seelen. Tree Skip, nehme hier die 3 Homeward Bones mit. Genau, jetzt habe ich schon mal 4 Homeward Bones, das heißt, ich brauche keine kaufen. Ne? Sonst müsste ich noch welche, sonst kann man noch welche kaufen, just for safety. Falls man mal irgendwo wegbauen muss. Und das skippen wir also hier vorne. Die erste Shard brauchen wir nicht, weil wir den Aschen-Essos mitgenommen haben. Bringen uns die erste Shards nicht, können wir nicht upgraden. Also bleiben wir bei den 3 stehen. Ne? Wir können keinen vierten dazu kriegen oder fünften. Aufwerten mit auf plus 1, plus 2 und so weiter. Könnten wir rein theoretisch machen, lohnt aber nicht. Ne? So. Dann packen wir das Schwert hier rein. Ich equip immer schon mal den Ring. Hier auf dem dritten Slot bei mir ist es immer. Auf der zweiten liegen die Feuerbomben und ganz hinten liegen die Homeward Bones. Und der Rest passt soweit. Was ich dann noch ganz gerne mache, ist die Quick-Leiste, die Schnellleiste im Startmenü. Ja, wo das Darksein ist. Mit dem Rausbauen und die weißen Steine. Die leere ich auch ganz gerne, weil da backe ich mir in der Regel Green Blossoms und Branches rein. Genau die. Die ich an der Tür gerade leer geräumt habe. Weil die habe ich halt gerne separat, um die halt nicht unnötig irgendwie zu verbraten. So eine Feuerbombe, die zwar zu verschmeißen, macht keinen Unterschied, tut nicht Not, macht nichts aus. Homeward Bone, wie ist es eh nochmal gefragt, ob du wirklich wegbauen möchtest, bis wohin du möchtest. Da muss ja dann auswählen und bestätigen. Und von daher, alles andere ist vollkommen fein. Aber so ein Branch zu verbraten, ist halt ziemlich ehrlich, oder so eine Green Blossom. Weil die einfach unfassbar teuer sind im Einkauf. So, wir droppen die einfach hier raus, nehmen das Goldpine Resin mit. Ich nehme mir Hidi noch mit. Laufen an ihm einfach vorbei. Und meine Route sieht es aus, ich laufe jetzt hier hoch und laufe hier links, in der Regel laufe ich links an ihm vorbei, je nachdem, wo er steht, damit er mich hier nicht irgendwie rechts einkeilt. Ne? Weil er klemmt dann ganz gerne mal rechts ein. Aber da er jetzt rüber geht, muss ich auf der anderen Seite an ihm vorbei.
Dann springen wir hier rüber. Machen die auf. Aufpassen, dass wir hier mittig rauslaufen. Hier rechts sitzt ein Hollow auf dem Boden, der ist nicht aktiv. Und hier links hockt ein Hollow auf dem Boden, der ist nicht aktiv. Wenn wir mittig rauslaufen, triggern wir weder ihn noch ihn. Laufen wir zu weit rechts oder zu weit links, stehen die halt auf und folgen uns hinterher. Ich laufe jetzt hier vorne rüber, auf das Item drauf. Ne, hier hin. Oh. Und warte. Ne, da gucke ich mal zurück, da saß er. Warte, bis er ungefähr hier diese Linie überschritten hat. Und dann können wir einfach hier losjoggen. Ich rolle sie ganz rechts am Rand entlang, durch die Kisten durch. Dadurch triggert der Dude, der da unten steht, nicht. Jetzt zeige ich euch gleich, mal drauf zu laufen. Was ich mir mittlerweile nicht angewöhnt habe, ich hole mir oben diese Titanic aber noch mit. Ne? Die sind halt auch quasi free. Ist ein kleiner Umweg von ein paar Sekunden, aber es geht ja nicht auf Zeit. Gucke ich darüber? Ich gucke noch nicht mehr darüber. Denn in der Ecke steht auf jeden Fall noch so einer. Noch so ein Dieb, der triggert halt dadurch nicht, wenn ich rechts rein langläufe. Nehmen wir uns noch die Feuerbomben mit extra. Ziemlich nice. So. Wir droppen hier runter. Nehmen hier das Item mit. Das sind die normalen Feuerbomben. Droppen dann jetzt hier runter. Und nehmen dieses Item mit. Das ist wichtig. Das müsst ihr mitnehmen. Black Fire Bombs. Die drei Stück, die braucht ihr. Wir brauchen auch die exakt drei. Dann droppe ich hier ganz gemütlich über dieses Vorder runter. Ohne groß Damage zu nehmen, sammeln wir hier noch die beiden Items ein. Das ist auch zweimal Glut. Sind halt 1000 Seelen. Keine Ahnung, was ich da jetzt mache. Wo ich das Menü offen habe. Ach genau, ich rüste schon mal das Goldpan Resin aus, genau. Zack. Weil das brauchen wir gleich für Wort. So. Dann lief auch einfach an ihm vorbei. Auch hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder läuft hier links rein bei an den zweiten vorbei. Oder ich laufe immer hier oben lang an dem einen vorbei. Wir können ihn entweder dodgen. Wenn das Item mitnehmen, wenn ihr geschlagen habt, ist gar kein Thema. Oder ihr wartet einfach vorne an der Ecke, bis er an euch vorbeigeht. Ihr ignoriert euch sowieso. Und wenn ihr dann in seinem Rücken seid, könnt ihr einfach dann an ihm vorbeilatschen. Emma. Gut, Schwert 2 nicht nehmen. Volle Stamina-Leiste, drauf achten. Und wenn ihr am Fuße dieser ersten Treppenstufe seid, ja, wenn ihr an dieser Kante von dieser ersten Treppenstufe seid, schaut da möglichst nach oben mit der Cam. Ja, mit der Kamera möglichst nach oben schauen. Und ihr braucht dann drei aufgeladene R2-RT. Ja? Also den schweren Angriff mit dem rechten Trigger mit R2 aufgeladen. Gleiche Angriff, wie wir den Doggo im Schrein gekillt haben. Und insgesamt drei Stück davon. Und er fällt um. Ich gucke auch noch hin. Zeig das hier, ne? Zack. Gucken da ein bisschen hoch, nach oben. Eins. Zwei. Drei. Weil das ist so das Schnellste. Weil wenn ihr zu nah dran steht, prallt ihr vom Stuhl ab. Mit dem Schwert. Und das ist ein Timeloss. So, dann entweder sammeln wir nur das erste Item ein, ja, und lassen den Rest liegen, das bleibt da liegen. Oder aber ihr sammelt direkt alles ein. Dann ist halt noch das Beste, dieses Best of Vows, was ihr braucht, um halt Dancer zu triggern und der Eid. So, der dritte ist uns näher gekommen, das heißt, wir können sie einfach ganz normal hier langlatschen, weil wir haben gesehen, unten laufen drei Ritter. Ihr geht nämlich jetzt hier längs. Könnt einfach ganz gemütlich hier oben warten, bis er ungefähr hier in dieser Ecke ist. Ne? Dann gehen wir an ihm vorbei und fangen an zu joggen und wir sind safe. Die zwei Hollows, die können gefährlich werden, die können sich unfassbar lang machen mit ihrem Speer. Wir müssen ein bisschen drauf achten, ein bisschen drauf hören. Ne, hören ist wichtig bei dem Run, weil die machen die kündigen das quasi an, wenn die zupoken. Für Wort. Ist diese Kante, diese hochstehende Fliese, ja? Das ist so mein das die Linie, die ich mir gemerkt habe, da triggert ihr den Bosskampf mit Wort. Ihr könnt halt entweder vorher schon das Goldpine Resin auftragen auf das Schwert. Ich versuche das, glaube ich, auch und versuche das quasi so zu timen, dass ich quasi mit dem letzten Schritt das Resin fertig auftrage und dann da drüber gehe, über die Linie, um sie zu triggern. Klappt nicht. Das heißt, ich muss ja nochmal machen. Aber es macht halt nichts. Wort. Ah, ich bekämpfe mich mit dem Kurzschwert, by the way, wie ihr seht. Es gibt mittlerweile Leute, die ihn halt mit dem Dagger bekämpfen und dann halt mit Quicksteps vom Dagger, also mit der L2, mit der Weapon Art dodgen. Kann man machen. Ich fühle mich mit dem Kurzschwert wesentlich wohler. Ihr seht auch gleich, warum. Weil mein Wort ist komplett gescriptet. Ja, der Wort ist komplett durchgescriptet bis hinten gegen. Im Prinzip ist es immer dasselbe, was ich mache. Ist halt nur abhängig davon, welche Reihenfolge.
Aber sonst ist immer dasselbe. Es kommt halt auch an, welche Angriffe Fort mir gibt, ne? Wie oft ich halt punishen kann. Und zwar, Kurzschwert, Goldpan Resin. Mit dem 9. Hit geht Wort in Phasenübergang. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall, ja, 8 Hits unterbringen und dann eine volle Stamina-Bar haben für den 9. Dass er dann einmal komplett die Stamina-Leiste in Wort reinpumpen können. Deswegen 8 Hits, ruhig mitzählen. Und der 9. bringt den Phasenübergang. Das heißt, mit dem 9. ballern wir einmal die komplette Stamina-Leiste rein. Geben mir dann noch so 2 bis 3 Hits in den Phasenwechsel rüber. Ja, noch zusätzlich obendrauf. Dann dodgen wir seine 3 Charges, geben ihm die aufgeladenen RT auf den Kopf mit Lock-Off. Ich gehe dafür zweihändig. Ich kämpfe immer einhändig. Nur für den Charge gehe ich auf zweihändig. Dass er staggert und dann entweder mit dem Riposte in den Kopf oder ihr gebt ihm noch 2, 3 Hits mit R1. Und er fällt auch rum. Wie ihr das macht, ist euch überlassen. So. Wie gesagt, ich wollte früher zünden, ein bisschen zu spät, ist egal. Deswegen laufen wir ein paar Meter vor, zünden das Bundle und sprinten auf Wort zu. Er macht einen Hopster zurück. Er macht den Stich. Hier geben wir einen. Wir sind relativ safe, wenn wir links an ihm stehen. 2, 3. Das waren jetzt 3 Hits. 4 Hits. Dodgen, dodgen. 1, 2. Sind wir bei 6, 7. Das waren jetzt 7 Hits. Und ihr seht, ich schlage nicht direkt aus der Rolle raus zu. Weil aus der Rolle macht ihr so eine Stichattacke und die macht wesentlich weniger Schaden als der normale Schlag. Deswegen ruhig kurz warten, Rolle, kurz warten und dann erst zuschlagen. Jetzt weiche ich einen Pattern ab. Zack. Zack. Gib ihm noch eine. So, das war jetzt der 8. Jetzt ist es ärgerlich, er zieht sich hier dann ins Loch zurück. In die Ecke rein. Deswegen versuche ich ihn da rauszukriegen. Er gibt mir ein schönes Pattern. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eins, noch ein. Dodge 1. Dodge 2. Dodge 3. Hier zweihändig. Lock off. Charge auf den Kopf. Bumm. 1, 2, 3 auf den Kopf. Wort ist tot. Und das ist halt immer genau so. Es ist immer derselbe Ablauf bei mir. Ich gebe ihm 8 Hits. Eine volle Stamina-Leiste mit dem 9. und einmal die komplette Leiste reinbuttern in ihn. Dann noch 1 bis 2 Hits mit nachgeben. Und dodgen, stagger und dann Finish. Wenn ihr seht, okay, scheiße, Ward hat zu viel Leben noch übrig, gehen wir mal wieder zurück. Wenn ihr seht, hier, Ward hat hier noch zu viel. Geh mal kurz hier rein. Warum ich halt den Dagger noch auf dem zweiten Slot habe. Wenn ihr seht, oh, scheiße, ich habe nicht genug Schaden reingekriegt. Ward ist jetzt quasi erst hier mit seiner Health Bar. Ja? Und ihr seht, hey, ich kriege den wahrscheinlich nicht mit dem Repost komplett gedrained. Ihr könnt halt erst noch einen Hit auf den Kopf geben und dann den Repost. Oder ihr swappt einfach fix auf den Dagger, deswegen den Dagger auf dem zweiten Slot rechte Hand und macht damit den Repost. Der macht nämlich wesentlich mehr kritischen Schaden. Und damit kriegt ihr den, glaube ich, wenn die Health Bar unter dem A ist. Ja? Das ist, glaube ich, so das Maximum, was ihr mit dem Dagger noch im Repost auf einmal leer gedrained kriegt. Ne? Wenn nicht, könnt ihr halt immer noch 2, 3 Hits nachsetzen, wenn er aus dem Stagger sich aufrappelt. Aber es ist wunderbar easy. Deswegen gehe ich halt mittlerweile auf ihn, weil ihr kriegt auf jeden Fall bis zu 4 Hits rein. Das ist halt auch diese Strecke. Ne? Bis unter das B ist auf jeden Fall machbar mit 4L1. So, und wenn ich dann auf das Leuchtfeuer warte, wechsle ich schon mal die Black Fire Bombs für das Goldpan Resin. Weil die Black Fire Bombs, die brauchen wir jetzt gleich. Als nächstes kommt dann das Settlement. Auch hier gibt es halt, wie gesagt, Optionen. Wie ihr das machen wollt, ist euch überlassen. Ich nehme immer noch ganz gerne hier oben die Seele mit. Weil ich gehe halt möglichst früh, möglichst hoch. Ich habe halt einen bestimmten Dexwert, den ich brauche später bei DSA. Hier die Plunging Attack drauf. Ne? Ihr könnt auch einfach ein bisschen runterjoggen, links runterrollen. R1 in der Luft und gut ist, die beiden Doggos killen und fertig. Die Alluring Skulls auf jeden Fall mitnehmen und auch ausrüsten. Dann hole ich mir hier die Homeward Bones. Also somit brauche ich dann in der Regel keine Homeward Bones mehr kaufen. Halt euch ruhig hoch. Ist vollkommen fein, ihr braucht nicht so viel. Ich nehme auch gerne noch Joel mit fürs Gratis-Level. So kriege ich ein extra Level plus 1100 Seelen. Ne? Er gibt noch was 1000 mit dem silbernen Schlangenring, 10% extra, nochmal 100 drauf, sind bei 1100.
Feuerbombe. Das Tor fängt an aufzugehen, wenn man in diese Linie approacht, ja? Diese Steinreihe approacht, dann fängt das Tor an aufzugehen. Ich gehe halt immer so auf das Tor, bis ich jogge auf das Tor zu, dass mein Kopf hier oben im Zentrum ist. Dann mache ich so zwei, drei Schritte über diese Linie hinaus und schmeiße dann die Black Firebomb. Die platzt dann ungefähr hier oben am Gitter, an dem Tor und tötet alle drei Hunde. Bestenfalls, optimal, also, was heißt optimal, das ist irrelevant, aber oftmals ist auch so, dass ihr dann auch diesen Hollow hier vorne mitnehmt. Falls ihr die Feuerbombe verschmeißt und ein Hund überlebt oder gar alle drei verfehlen, weil ihr nicht hoch genug geschmissen habt oder weil ihr zu hoch geschmissen habt, schmeißt hier links in die Ecke den Skull hin. Dann rennt er rein, rollt den Hollow an, zieht den Hebel, dass das Tor zugeht, weil in der Zeit ist er aus dem Stagger raus. Ich habe den halt angerollt, das ist der Stagger, die haben 0 Poise, die können anrollen, dann staggern die. In der Zeit, wenn ihr den Hebel zieht, wird er normalerweise eine Attacke machen. Ihr habt Iframes dadurch, dass ihr den Hebel zieht, werdet nicht getroffen. Wenn ihr aus dem Hebel rauskommt, rollt ihn nochmal an und dann killt ihr ihn einfach. Ne? So, wie gesagt, ich habe meinen Kopf hier oben, das Tor geht auf, ich schmeiße die Feuerbombe, die platzt am Gitter, alle drei Doggos tot, fertig. Roll ihn an. Warum ich das Schwert 2 nicht nehme, fragt mich nicht. Ich mache es normalerweise nur einhändig. Der Worker Head, den zieht man normalerweise auf. Ich mache es nicht, weil ich es. Nein, ist für mich Bad RNG. Ich rolle ihn mal in die Wand dran. Dann triggert er schneller und kommt auf jeden Fall alleine auch schon auf mich zugelaufen. Weil oftmals entscheide ich auch, nö, ich gehe einfach nochmal zurück da rein. Oder er weiß halt nicht, was er machen soll. Und eilt dann auf doof hier rum. Und dann eilt er noch mit rum. Und einfach anrollen. 3 R1 und fertig. Da chillt niemand mit. Und ihn lasse ich immer runterscheuchen. Es gibt Leute, die schmeißen ihn mit Feuerbomben ab. Oder die sprinten ihn an. Oder. Ich lasse ihn einfach runtertoppen. Meine Flanken-Attack auf ihn. Fertig. Easy. Nehme das Charcoal Pine Bundle mit. Ist auch mal ganz nett. Und rolle hier durch. Nehme den mit. Das ist Loretta's Bone. Den können wir später oben tauschen bei den Krähen. Gibt einen Ring of Sacrifice. Esso Scherbe brauchen wir nicht. Ember brauchen wir nicht. Können wir liegen lassen. Laufen einfach weiter. Ich habe das Schwert jetzt 2 nicht, weil wir das gleich für den Lizard brauchen. Wir sammeln jetzt hier das Charcoal Pine Resin ein. Das Holzkohleharz. Rechts der Käfig ist alive. Links ist es nicht. Das heißt, von links her anlaufen. Der ist alive. Der nicht. Über den Tisch. Dann roll ich mal da rein. Da kann man noch die Seele mitnehmen. Easy Snack. Hier könnt ihr ein bisschen vorne an die Linie rangehen und dann fangt ihr an zu sprinten. Gehen einmal anrollen. Auch 0 Poise. Hier durch. Sammeln das Item hier ein. Wichtig, hier über die Karte drüber sprinten. Ja? Wenn ihr vorher vergessen habt, Essos zu trinken, wenn ihr Lowlife seid, ja, ihr nehmt nicht viel Schaden. Es sei denn, ihr habt echt nur noch ein Fitzel HP, dann müsst ihr natürlich erstmal hier trinken und joggt dann runter, sprintet dann runter. Wenn ihr hier drüber geht mit dem Essos, werdet ihr durch diese Steine nach rechts runtergedrückt und ihr fallt in den Abgrund. Ich spreche aus Erfahrung. Zack, die Scherbe mitnehmen. Ihn einmal anrollen. Damit er keinen Angriff macht. Und wir brauchen auf jeden Fall den Lizard. Charge R2 into R2. Und dann ist gut. Hodrick ist gespawnt. Und er ist hier. An ihm laufen wir einfach vorbei. Je nachdem, wie er sich verhält, mal kommt er mit, mal kommt er nicht mit. Wir stellen uns hier auf diesen Grabstein. Gucken nach hinten. Okay, er kommt mit. Was macht er? Er ist jetzt in Charge auf. Wir rollen einfach auf Seite. Er hielt sich in den Abgrund. Der berühmt-berüchtigte Schnienjump. Ja, ist ein super Skip. Da spart man sich den Laufweg außenrum. Wir laufen, das ist dieser Grabstein. Wir laufen ihn rechts an. Laufen links auf ihn drauf. Und sobald wir oben sind, springen wir. Und dann hier oben. Ist ein bisschen übererforderlich. Ist ein bisschen scary, wenn der Kerl hier, der hier hinter uns her ist, der hat drei Optionen. Er hat 2 von diesen Charges, wo er quasi hier runter yeetet. Oder aber er macht seine wilde Wombo-Kombo mit seinem, wo er das blöde Säge einhändig hält und ihn einfach wild um sich schlägt mit. Ne? Das ist immer ein bisschen scary, wenn er sich nicht runter yeetet. Hat dann keine Panik kriegen. Wie gesagt, rechts anlaufen, links rauf, Sprung und wir sind oben. Ist ein bisschen Übung erforderlich. Nehmen die Asche mit, halten uns nochmal hoch. Das war das Optimal, das war das ein Vierer.
Ne, das heißt, jetzt ist safe to go. Ich ignoriere Hotrick komplett. Was mir gleich zum Verhängnis führt, by the way. Was ihr nicht vergessen dürft, ja. Wenn ihr Hotrick mitnehmen wollt. Wenn ihr, das war jetzt in der Double, das ist auch sehr nice. Wenn ihr Hotrick mitnehmen wollt. Ihr habt rechts, habt ihr diese Insel, dann springt ihr da drauf und lasst ihn sich einfach in den Abgrund jeten. Ne? So. Aber da wir das komplett skippen, ist es uns relativ egal. Wenn ihr ihn nicht drunter jeten lasst, denkt dran, dass ihr links einmal kurz in die, einfach nur links in die Boss-Arena reindippen. Ne? Ich hab's vergessen, ich renne jetzt direkt zur Tür. Ich pack die Black Firebombs weg, eigentlich. Weil sie verwegt, hä, wieso habe ich die Skulls schon ausgerissen? Weil normalerweise tausche ich die halt für die Skulls dann aus. Ich laufe hier mittlerweile hier links unten rum. Plunging Attack auf ihn. Nehme die Ember mit. Und dann laufe einfach hier links am Rand entlang. Ist safe. Ist 100%. Wenn ihr hier ganz links entlang lauft, tun die euch nicht. Die ignorieren euch komplett. Ihr könnt hier stehen bleiben, könnt ihr warten. Könnt ihr Zeug umrüsten, wie ihr wollt. Könnt Items ausrüsten, equippen. Wie ihr es haben möchtet. Könnt ihr Seelen nutzen, wenn ihr hier steht. Ist euch vollkommen überlassen. Nur da fange ich auch mit an. Ich stelle mich einfach hier hin und nutze meine Seelen. Warte, bis das, der Hund noch weggelaufen ist. Alternative ist, ihr lauft hier rechts hoch. Ja, ihr könnt hier komplett links am Rand entlang laufen. Da passiert gar nichts. Ah, ne, lauft hier rechts hoch und nehmt euch oben das Bonfire. Oder wartet halt da oben. Je nachdem. Ist euch überlassen. Ne? Wir nehmen die Ember mit, damit triggern wir ihn. Er kommt hier rüber. Anrollen. KR1. Er ist dead. Mal zweiten Hut, sehr schön. Können wir verkaufen. So. Die zwei Dudes. Die skippe ich immer mal ganz gerne. Sammle hier die Seele ein. Entweder warte ich hier auf diese Ecke. Und da kommen die in der Regel beide hier hoch und dann laufe ich rum. Oder ich mache hier mach den Sprung über die Steine hoch. Wie das jetzt hier mache. Zack, einfach hier oben drauf springen. Da kommen die auch beide hier drauf gelatscht und wir können einfach hier hinten über die Steine drüber rennen und wieder runter. So. Und jetzt sehe ich, oh shit, Fogwall. Und genau deswegen wollen wir Hotrick wegschicken. Wenn Hotrick, solange Hotrick da ist, kommen wir da nicht weiter, ist halt die Nebelwand. Ist halt eine PvP-Nebelwand. Und da kommt man nicht durch. Gut ist, die beiden Dudes sind hier oben. Also der eine ist schon hier, aber es ist uns egal, deswegen rennen wir einfach an dem vorbei. Wenn euch das einfällt, ihr müsst nicht wieder komplett zurückrennen. Ihr müsst nicht komplett zurückrennen. Ich habe mir gedacht, oh scheiße, wie komme ich jetzt da safe dann vorbei? Das ist wieder nie was für ein Hund und überhaupt und die Oma und also geh mal einfach zum Bonfire. Ihr geht einfach nicht hoch zu dem Bonfire. Hm? Halt, ihr könnt entweder oben warten da auf die Gruppe dann da unten oder halt geht hier an das Bonfire. Kommt easy durch. Oben liegt noch eine Tiernitia, wenn ihr die mitnehmen wollt. Einfach Bonfire an. Dran setzen. Wenn es denn geht. Er blockt uns jetzt gerade ein bisschen, aber der kommt halt nicht hier rein. Der dreht jetzt um und geht. Dann setzen wir uns ans Bonfire. Hotrick ist auch verschwunden. Ne? War mir nicht bewusst. Ja? Habe ich in dem Moment auch gar nicht dran gedacht. Ich habe nur gedacht, okay, jetzt habe ich die Gruppe hier unten resettet. Die Treppe ist frei. Der Hund da, der kann auch nicht leben. Das ist vollkommen fein. Der ignoriert uns. Wenn wir komplett links am Rand entlang laufen, ignoriert er uns. Ne? Und rennt jetzt nochmal komplett hier hoch, was total unnötig ist. Ne, was total unnötig ist, weil dadurch, dass wir uns ans Bonfire gesetzt haben, ist Hotrick weg. Ne? Deswegen renne ich sie rein. Wundere mich, hä? Was ist denn da los? Wieso verschwindet der nicht, bis mir klar wird? Ach ja, klar, ich habe ja am Bonfire gesessen. Ne? Fertig. Und damit die mäßig entgegenkommen, auf halber Strecke, ohne ich zurück zum Bonfire. Das ist dann der sichere Weg gewesen für mich. Also, wichtig, wenn ihr da rumkommt, direkt am Anfang einmal kurz reintippen, wenn ihr Hotrick leben lasst. Und alles ist gut. Ne, und das ist jetzt auch wieder so eine Sache von 4 Minuten, 5 Minuten oder was wir jetzt gebraucht haben hier. Die spart man sich dann im Endeffekt hier hinterher. Wenn man vorher dran denkt. Hier spinne ich einmal die Kamera, damit die auch nicht drüber laufen und nichts festhängt. Weil oftmals, wenn ich halt so ein bisschen denke, so wie er da jetzt gerade hängt, der fällt jetzt gleich sowieso noch runter. Wenn nicht alles täuscht, fällt er jetzt gleich sowieso ins Loch runter. Woher bleibt ihr da stehen? Ja, guck mal, er ist dann runtergeglitscht. Fertig. So. Der Hund ist weg, hier ist alles weg. Ich droppe jetzt einfach hier runter. Und jetzt renne ich einfach wild durch. Ignoriere ihn, ignoriere dir.
Jetzt wird es ein bisschen vogelwild bei mir. Weil jetzt verbase ich hier den Sprung. Aber ich bin froh, dass die beiden oben sind. So kann man einfach hier ganz normal am Rand entlang laufen. Kurz hinter der Ecke bleiben, damit wir Sichtkontakt, Sichtlinie unterbrechen. Guckt am besten noch hinterher. Ne, so wie ich das jetzt mache. Aber ihr seht, die ignorieren uns komplett. Ja, guck mal, wir sind schon bei 20 Minuten. 20 Minuten im Run. Und wir sind jetzt gerade durch das Settlement durch. Das ist unfassbar langsam. Das ist eine unfassbar langsame Etappe hier gewesen. Nutzen Seelen, wenn wir auf den Fahrstuhl warten. Ihr könnt euch merken, für den Fahrstuhl. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wo müsst ihr raus? Wenn ihr jetzt den Fahrstuhl das erste Mal betretet, verlasst ihr den in die gleiche Richtung, wie er drauf geht. Also gegenüberliegend. Als wenn ihr einmal geradeaus über den Fahrstuhl drüber laufen würdet, ne? Ihr baut euch nicht um oder sonst irgendwas, sondern ihr geht einfach nur drauf, guckt in die Richtung, geht dann auch da in die Richtung runter. Wenn ihr hochfahrt, ist es in der Richtung, wo das große Tor ist, wo ihr reingekommen seid in den Turm. Ja, ihr seht, hinter uns quasi da in die Richtung, wo ich gucke, ist das Tor, wo wir reingekommen sind. Und hier geht's raus. Hier für den Outrider Knight. Entweder sprintet ihr ihn an, ja? Nehmt ihr die Ember noch mit und sprintet an ihm vorbei. Dodge die Attacke, die ihr macht, und geht dann zur Tür. In der Tür öffnet ihr auch Iframes, das heißt, da werdet ihr dann nicht getroffen. Oder aber ihr nutzt einen Branch. Ich mache das immer mit einem Branch. Ist mir einfach sicherer, ist mir angenehmer, fühle ich mich wohler mit. Ihr könnt bis hier vorne an diese Säule könnt ihr ransprinten, ja? Haltet euch an der Rand, zack, zack. Bis hier vorne an diese Säule könnt ihr ransprinten. Ich weiß nicht, ob ihr auch hier schräg rüber sprinten könnt. Müsst ihr eben mal austesten, habe ich noch nicht gemacht. Aber bis hier vorne geht auf jeden Fall hin. Dann zündet ihr hier einen Branch. Und könnt halt bis hier unten auf diese, so auf die Reihe sollen. Im Branch. Rechts, schön, immer schön rechts an der Wand entlang. Ruhig immer den Stick ein bisschen nach rechts drücken, ne? Dass ihr an der Wand bleibt. Bisschen den Bogen halt mit dem. So, und hier diese Säulenreihe, da könnt ihr dann schon schräg rüber zur Tür. Auf dieser Fliese könnt ihr rausrollen ungefähr. Oder hier. Wenn ihr wollt, rausrollen. Kommt, ihr landet vor der Tür auf der Doorframe und er ignoriert euch sowieso komplett. Ihr könnt jetzt schon mal triggern, wenn ihr wollt. Wenn ihr ihn triggern wollt, könnt ihr ihn jetzt schon mal triggern. Oder ihr macht erst das Bonfire an, setzt euch dran. Ist egal. Weil er. Der Outrider Knight, der resettet nicht durchs ans Bonfire setzen. Ne? Wir hauen hier einmal gegen und jetzt lässt er sich Zeit. Den Angriff, das müsst ihr bis auf Seite gehen. Ach, nee, guck mal, er macht so direkt. Habe ich gehört, dass er den Doppelschwinger macht. Habt ihr jetzt nicht gesehen. Aber er macht halt diesen eingesprungenen Doppelschwinger quasi, wo er swoosh macht. Und den wollen wir haben, um dann halt an ihm vorbeizukommen. Weil danach muss er quasi auf seine Ausgangsposition zurück, um erst dann weitermachen zu können. Aus allem anderen kann er noch weitere Attacken raussetzen, nur nicht aus dieser. Deswegen wollen wir möglichst diese Attacke haben. Dann fahren wir hoch. Und wie gesagt. Jetzt fahren wir da nochmal runter. Ist auch vollkommen okay. Ich war ja der Meinung, ich bin früh genug drüber gelaufen, dass ich schon hätte runterfahren müssen. War ich aber nicht, war ein bisschen zu langsam. Also fahren wir nochmal hoch. Ich gehe auch immer so von dem Fahrstuhl runter, möglichst, dass ich ja dann schon in die Richtung auf ihn drauf gehe, wie ich ihn dann verlassen möchte. Ja? Plus jetzt noch die Seele von Wort. In der Zeit, wo wir auf den Fahrstuhl warten, fahren dann hoch und ich weiß jetzt, jupp, ich muss dann auch in die Richtung aussteigen. Ich fahre jetzt einmal nach ganz oben. Spamme hier einmal das weg, da können wir schön ein bisschen hier Crashes sammeln, jetzt mal die Medien machen. So, ich nehme die Seele auf und weiß jetzt, okay, ist auf der gleichen Seite raus, wo die Seele ist. Und rollen jetzt hier raus. Ihr könnt ihn runtertreten. Macht keinen Unterschied. Warte ich hier, nutze einmal die Seele. Ich sehe, okay, er läuft schon weiter. Weil er ist manchmal so einer, hey, er bleibt immer da, ich stehe dann da, dann läuft er einen Schritt, er bleibt wieder stehen. Dann dreht er sich zum Feuer, dreht sich in eure Richtung. Wartet, bis das ja, keine Ahnung, hier so auf 9 Uhr ist von dem Feuer oder so. Wenn da oben 12 ist, ne? Wenn da oben 12 Uhr ist. Ruhig in Richtung. Wie lange sind wir jetzt in dem Run drin? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Nur ganz kurz reingeschaut.
komm. Zeig nochmal. 21 Minuten, holy shit. Ja. Ich glaube 22 im Video. 23 im Video ist okay. Ja, und da warten wir einfach hier in der Wagen, wir safe, bis er so unseren Rücken zudreht, laufen dann an ihm vorbei einfach und dann ist cool. Für die zwei Käfige hier oben, entweder zwei Feuerbomben schmeißen jeweils pro Käfig, ja, oder eine Feuerbombe und ein R2 mit dem Kurzschwert. Eine, die zwei nicht, ist egal. Es reicht beides, funktioniert auf beiden. Ne? Ich mache es immer eine Feuerbombe, eine R2, hopp. Weil wenn die landen, brauchen die noch eine Zeit, bis sie klar sind und dann kann man die halt schön schon mal mit der R2 poke und fertig. Ja. Ihr könnt auch einfach zwei Feuerbomben schmeißen. Derweil kämpfen die beiden unten. Ist vollkommen fein. Dieses Holzbrett. Da triggern die Hunde. Das ist der Punkt, den ich mir dieses schreckliche Holzbrett. Das ist der Punkt, den die Marke, die ich mir eingeprägt habe. Da schmeiße ich die Skull. Möglichst weit denn drüber auf die Seite. Rolle sie durch die Tische kaputt. Weil, hat einen taktischen Grund. Die Tische sind als Obstacle bei den Hunden im Pathing abgelegt. Das heißt, wenn die Tische da sind, wissen die, okay, da ist ein Hindernis und laufen um die Tische rum auf die Treppe drauf. Und sind demnach schneller. Sind die Tische nicht da, rennen die gegen die Stühle, weil die Stühle kein Obstacle sind für die in ihrem Pathing. Sondern die versuchen halt dann auf gerader Linie auf die Treppe zu kommen. Aber da stehen halt die Stühle. Deswegen roll ich einfach durch die Tische, wie wir sehen. Ne? Da hängt am Stuhl fest und kommt nicht hinterher. Das gibt uns dann die Zeit, noch einen zweiten Skull zu schmeißen, um halt die zwei Omas da oben zu beschäftigen und halt die Hunde weiter unten. Wir nehmen Flintring mit, der ist wichtig für uns im Run. Den tragen wir auch permanent in der Regel. Wir nehmen uns hier die Homeward Bones mit. Dann droppen wir hier runter, können auch einfach nur runter sprinten. Ich springe immer, ist mir sicherer, ein Backstep darunter. Ring in der Kiste, Mirror-Zeug. Wir rüsten die Ringe aus. Was ihr jetzt machen könnt, was euch jetzt überlassen bleibt, ne? Ihr seht, Sigvard und der Dämon kämpfen noch da oben. Ja, ihr seht hier die Elfbar vom Demon. Wenn ihr hier seid, gewinnt Sigvard immer. Ja? Ausschließlich. Sigvard gewinnt ausschließlich hier. Weil er ist nicht mehr vernünftig gerendert. Er nimmt keinen Schaden vom Dämon, aber er teilt halt noch Schaden aus. Was sich FromSoft auch dabei gedacht hat, keine Ahnung, ist halt so. Ne? Also wenn ihr die Seele mitnehmen wollt, könnt ihr sie mitnehmen. Tut aber nicht Not. Ne? Ihr könnt ausbauen. Sind glaube ich nur 2.500 Seelen, also maximal 5. Sind nicht relevant. Sind nicht dran entscheidend. Wir kriegen mehr als genug Seelen unterwegs. Ne? Das werden wir sehen. Das werden wir sehen später. Holy moly, ich sehe gerade, wir sind schon bei 43 Minuten im Video. Holy fuck, ey. 24 Minuten im Run, also hier 24 Minuten im Run-Video. Aber ja schon fast 44 Minuten im Guide, okay. Das ist einfach nur hier stumpfes Durchlaufen. Wir sammeln hier die Seele mit. Bei ihm ist ein bisschen aufpassen. Er kann Feuerspray oder auch nach euch schlagen, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Prepare to roll. Hier einfach runterdroppen. Ich laufe jetzt immer noch einmal hier links oben auf die Brücke. Weil da oben liegt auch noch eine Schaden, eine Titanite Schaden, die ist auch gratis mitzunehmen. Er macht nie was, er lässt sich nur Flügel wachsen. Aber bis das eher so weit ist, sind wir weg. Er kommt nicht hinterher, alles cool. Wir droppen hier runter. Laufen über die Brücke. Laufen an denen einfach vorbei. Und nehmen jetzt hier das Bonfire mit. Also ich überlege gerade, nehmen wir das mit. Ich packe jetzt noch Charcoal Pine Bundle mit. Ihr könnt das mitnehmen. Je nachdem, wie ihr möchtet. Da könnt ihr euch hier nämlich für Sage, wenn ihr Sage mit ATSA machen wollt, mit ATSA aus dem Leben prügeln wollt, könnt ihr euch hier ATSA Setup aufbauen. Einfach hier die zwei Drops nehmen, die ich jetzt auch nehme. Ohne den Damage Cancel natürlich. Und ihr habt wunderbares ATSA Setup. Ansonsten, einfach so wie ich. Ich habe mir angewöhnt, hier runter zu joggen. Auf Höhe von dieser Wurzel fange ich an, B zu drücken, dass ich mit Air Roll kriege und mache halt dementsprechend Damage Cancel. Und hier springe ich einfach links schräg runter, mache einen Step tiefer. Hier liegt noch eine Shard, die nehme ich mit und kriege halt damit natürlich keinen Damage Cancel. So, jetzt gibt es zwei Optionen, die ihr laufen könnt. Ich glaube, ich zeige nur die eine. Ich laufe hier lang und deswegen das Holzkohlebündel. Hier steht ein Hund. Wichtig ist, dass ihr hier oben Full Stamina habt.
Option 2 ist, ihr lauft hier links entlang. Da habt ihr zwei Sperrdudes mit diesen Baumstämmen. Irgendwo lauft dann zum Bonfire rum. Geht auch. Ich töte hier den Doggo. Das heißt, ich laufe hier oben hin, gucke, dass ich oben Full Stamina habe, bundle mein Schwert, gebe ihm eine Running R1, gehe in Lock-On, gebe ihm noch eine R1, Doggo stirbt und rolle direkt in Richtung Bonfire weg. Ist relativ safe. Bündel, zünden. Running R1, Lock-On, noch eine R1, wegrollen. Bam. Dann laufen wir rum. Zünden das Bonfire an. Wollt mich dran, können uns dran setzen, wenn ihr wollt, oder auch nicht, je nachdem. Wichtig, die Krabbe. Wenn sie triggert, lasst sie eine Attacke machen und nehmt dann erst das Item auf. Wenn ihr das Grasker Shield mitnehmen möchtet. Müsst ihr nicht. Ich habe es nur mal einmal eingesammelt, um zu zeigen, wie man es einsammeln kann. Und dann läuft einfach hier Green Blossom mit, nehmt ihr mit. Den rollt ihr am besten, weil ihr gerade einen Kopfschuss, quasi Headbutt verteilt, das ist ziemlich kacke. Ich sprinte mich hier zwischen den Säulen durch, hier hinter der zweiten Säule, kurz Stamina regenerieren. So kommt der Kerl mir nicht hinterher gerannt. Ist immer safe. Ich sammle hier das Zeug mit an. Ist alles extra Seelen zum Verkaufen. Ist nur zum Verkaufen. Hier die Türmletzen mit. Nehme die Kohle. Und porte dann zurück zum letzten Leuchtfeuer. Weil ich nehme das Leuchtfeuer mit, weil ich hier als Sage ohne ATSA mache. Deswegen ist mir das da unten, ist das näher. Wenn ihr mögt, könnt auch jetzt schon euch Orbeck mitnehmen. Und ich sammle jetzt noch hier die Seele mit ein. Und hier die Green Blossom. Richtig aufpassen, die Krabbe kann schon triggern. Müsst ihr ein bisschen gucken. Wenn ihr Orbeck mitnehmen wollt, müsst ihr jetzt schon da hochlaufen und oben die Hollows entweder mit Feuerbomben killen oder halt outrun, ganz wie ihr möchtet. Die Rüstung lasse ich erstmal noch liegen, weil die Krabbe halt noch da ist, weil es wäre jetzt nicht sicher mitzunehmen. Ich sammle jetzt schon mal die Seele hier hinten ein in der Ecke, deshalb. Lauf dann nochmal zurück zur Rüstung, sammle die noch mit ein. Und ich glaube, jeder Party geht zu lange, bis dass wir quasi vor Watcher fertig sind, Watcher ready sind. Also, ich mache noch den Swamp mit den Feuern. Wir hätten unsere Schwerter auf Leveln. Und porten zurück und gehen dann, geht's dann in den nächsten Part. Sind wir bei knapp einer Stunde wahrscheinlich? Ja. So, wir triggern die zwei. Je nachdem, wie sie sich verhalten, läuft entweder die kleine Runde um den Baum und hier um den Baum. Oder ihr läuft halt die große einmal außen rum. Je nachdem, wie sie sich verhalten. Ist halt unterschiedlich. Müsst ihr gucken. Dann einfach hier runter sliden. Und fertig ist das. Das Bonfire braucht er nicht. Das könnt ihr ignorieren. Tut die Not. Wir sammeln hier auf der Seite noch die zwei Shards an, die liegen. Das ist einmal diese hier. Und hier vorne an der Wand liegt auch noch eine. Rechts liegt noch ein Äste-Shard. Die bringt uns aber nichts, weil wir den Aschenäste nicht mitgenommen haben. Also können wir die ignorieren. Gift macht gar keinen Unterschied. Das ist vollkommen fein. Fallschaden ist vollkommen fein für Nohedron. Das kriegt mal eine Rolle und jetzt mit dem Quickstep durch den Dagger. Wie ihr seht, auf dem Dagger mache ich die Quickstep. Das ist halt die L2 bis LT. Weapon Art. Damit kommen wir halt schneller hier durch den Sumpf. Braucht zwar FP. Solange ihr FP habt, habt ihr auch Iframes mit dem Quickstep. Habt ihr keinen FP mehr, könnt ihr eine Quickstep noch machen, habt nur keine Iframes mehr da dran. Macht das erste Feuer aus. Hab schon die Skulls ausgerüstet hier unten. Weil die gleich als nächstes dann brauchen werden. Hier nur noch 200 Bones. Hier müssen wir gucken, wie es sich verhält. Jetzt hoppst du hier noch einmal zu weit. Und wieder zurück und nochmal hin und überhaupt. Eigentlich reicht halt zwei Dagger, zwei Quickstep aufs Item. Wir können es aufsammeln, dann ist gut. Guckt, dass er euch den Rücken zudreht, also vorne euch weggeht. Und dann ist gut. Hier noch eine Titanite Shard, die wir mitnehmen. Dadurch, dass wir jetzt gerade schon mal hier vergiftet sind, laufen wir noch direkt hier unten rein, holen uns hinten noch die Titanitscherbe mit, die da liegt. Sonst sind wir halt dann später hier runter gedroppt. Und hier rum dann zur Leiter auch auf die Brücke gelatscht. Aber wir machen erstmal hier die Feuer fertig, damit das Tor aufgeht, bevor er dann halt auf die Brücke hochgeht. Dann braucht man die oben von der Brücke zurück in den Schrein und dann ist zurück in den Schrein. Und dann ist auch gut mit dem Ganzen. Hier das Bonfire, das ist wichtig, das müssen wir mitnehmen. Das zünden wir auch an und setzen uns auch hin.
Ihr könnt, by the way, wenn ihr die große Leiter runterkommt, ne, am Anfang und in den Sumpfbericht, ihr könnt auch quasi direkt geradeaus durch zum ersten Feuer. Ihr müsst den Weg links rum über die Scherben nicht mitnehmen. Ne, sind dann nur zwei extra Scherben, die ihr mitnehmt. Aber die könnt ihr auch genauso gut kaufen. Ne? Also von daher ist es vollkommen fein, ihr könnt auch geradeaus durch. Dann reicht es im Prinzip, das Bonfire. Wenn ihr die Route drin habt, wenn ihr wisst, wo ihr langlaufen müsst, wenn ihr die aus dem FF könnt, reicht es hier, das Bonfire anzuzünden und ihr kommt bis hinten zum Rotten Pine Resin vor dem letzten Feuer hin. Ohne dass ihr drauf geht und könnt euch dann da oben hochheilen mit einem Estus. Von daher ist alles fein. Aber wir zünden es an. Ich meine, wir kämpfen es auch weiter. Das wäre auch nicht das Problem. Aber wir resetten halt das Poison, ist vollkommen fein. Schmeißen den Skull. Entweder hier rechts an die Seite, schmeißen hier links hin. Gibt auch Leute, die schmeißen ihn hier runter. Möglichst nicht hier vor euch auf die Brücke, ja? Rechts oder links daneben ist vollkommen fein, aber nicht auf die Brücke, weil da wollen wir halt lang. Ich schmeiße ihn mal nach rechts an die Seite, dann gehe ich da drauf. Dann ist cool. Die sind beschäftigt, wir können einfach dran vorbeirennen. Durchsprinten, bis sie oben hin. Feuer auslöschen. Einfach Hand auflegen, reicht vollkommen, dann geht das Feuer aus. Müssen wir zu Hause ausprobieren im Kamin. Nein, tut das nicht. Roll ihn durch. Entschuldigung. Und hier reicht es einfach nur, geradeaus drauf zu sprinten. Einfach nur auf diesen Stein drauf sprinten. Fertig. Mehr tut das. Ihr müsst nicht rollen, ihr müsst nirgendwo hochrollen. Irgendwie ist Monka, ist Scary, irgendwie knapp auf der Kante aus der Rolle rauskommen. Einfach nur drauf sprinten. Fertig. Nehmt die mit, nicht zu weit laufen, damit er nicht triggert. Wenn ihr auf Höhe von dem Item seid, also da, wo das Item auch liegt, diese Wurzel, dann triggert er. Deswegen auch wieder hier zurück und hier rum um das Feuer gehen. Nicht darum gehen. Er triggert. Und er ist gemeingefährlich. Wenn er triggert, ist eure beste Option, hier um das Feuer zu tanzen. Um das Feuer zu tanzen. Je nachdem, wo ihr seid. Ja? Und ihn dann quasi immer in das Feuer reinzubaiten. Damit er da reinläuft, reinspringt und. Rein theoretisch könntet ihr euch das hier schon lang. Aber hier hinter liegt noch ein Item, noch eine Scherbe, die wollen wir noch mitnehmen. Also wir laufen jetzt dahin und laufen dann hier die Treppe hoch. Ne? Die sehen wir hier schon. Hier geht die Treppe hoch. Wenn ihr euch das nicht merken könnt, Einfallswinkel gleich Ausfallwinkel. Ihr laufen so auf das Item zu, drehen uns 90 Grad nach rechts und laufen um 90 Grad nach rechts die Treppe hoch. Fertig. Da braucht ihr nicht großartig suchen. Quasi in die Richtung, wo eure rechte Schulter dann hin zeigt, da ist die Treppe, wenn ihr das Item aufsammelt. So, hier ist Rotten Pine Resin. Wie gesagt, bis hierhin, wenn der direkt geradeaus durchhüpft am Anfang, dann kommt er ein bisschen oben hin. Ohne Probleme und kann dann hier oben einen Estus trinken. Bei ihm gibt es auch viele Möglichkeiten. Ich jogge ihm jetzt ein ganzes Stück hinterher und dann gehe ich ihm einfach nur hinterher. Ihr könnt auch in der Weapon-Art, wie ich das vorhin bei dem Hund gezeigt habe, ne? Der L2 halt, ne? Hinterher. Sobald der Kerl hier die zweite Fliese hintritt, könnt ihr einfach hinter ihm her joggen. Einfach dran vorbei joggen. Wichtig ist, behaltet ihn in der Kamera. Schaut ihn an. Habt ihn immer in der Kamera. Ne? Ihr lauft zwar blind, ihr könnt auch gerne mit Blick aufs Feuer hinlaufen, aber dreht dann die Kamera. Wenn ihr am Feuer seid, dreht die Kamera zu ihm hin, dass ihr ihn seht. Das ist nämlich wichtig. Ihr seht, er dreht jetzt rechts rum, über seine rechte Seite. Das heißt, er dreht uns den Rücken zu. Ja? Würden wir nicht hingucken, würde er sich andersrum drehen. Dreht er sich links rum und schaut uns dann an und sieht uns dann. Und je nachdem, wie langsam ihr seid, wie halt er vorgestellt, wenn ihr an das Feuer rankommt, wenn er euch sieht, kann es halt durchaus sein, dass er euch dann iframe, wenn ihr gerade aus dieser Feuerlöschanimation rauskommt. Das ist scary. Deswegen guckt ihn an, er dreht sich rechts rum um. Ja, machen wir mal nochmal. Ja, kurzer Lag da drin, durch das Programm, ist aber vollkommen fein. Er dreht sich rechts rum um und geht einfach weiter, ignoriert euch. Wir können ihn rausbauen, ohne dass er was tut. Hätte ich ihn nicht angeguckt, hätte er sich andersrum gedreht und wäre auf uns losgegangen. Deswegen wichtig, Gegner immer in der Kamera behalten. Beobachtet die Gegner. Entweder Clawgrip oder holt euch einen Elite-Controller und mappt euch hinten auf die Pedals noch, keine Ahnung, B oder so drauf. Dass ihr sprinten und Kamera kontrollieren gleichzeitig könnt. So. Dann kommen wir zurück zu einem Leuchtfeuer. Laufen hier rum. Ich versuche immer möglichst die hinterste Schnecke ins Lockern zu kriegen. Und merke mir hier diesen dunklen Fleck. Wenn ich da mit meinem linken Fuß bin, schmeiße ich meine Feuerbomben. Zwei Stück, in der Regel reichen zwei Stück. Ich treffe mit beiden alle drei und beide sterben.
Zack, Nummer 1, Nummer 2. Zwei Bomben, drei Schnecken tot. Das ist optimalste. Kann auch sein, dass die Vorderse mal nur eine mitnimmt und halt dadurch so weit weggedrückt wird durch die durch den AOE, dass sie zwar die nicht mehr trifft, aber ist okay. So, dann klettern wir hier hoch. Laufen hier außen rum. Ich nehme hier oben immer noch ganz gerne den Lizard mit, mit der Jumping R2. Glaube ich, R2. Ja, mit der Jumping R2. Das schmeißt ihn auf den Kopf. Zweihändig, Charge R2 into R1 und fertig. Roll hier in die Ecke, dann geht die diese Wand schon mal weg. Kann mir die Asche mitnehmen. Und dann fahren wir hier hoch. Guck mal, aber Seelen. Immer, wenn ihr warten müsst, wenn ihr bewegt werdet auf dem Fahrstuhl oder so, oder wenn ihr auf irgendwas angewiesen, auf den Gegner angewiesen seid, dass der Gegner weiterläuft, nutzt Seelen. Spart euch Zeit im Ganzen hinterher im Verkaufen. Wir verkaufen so oder so mehr als genug Shit im Run. Spart euch Zeit. So, den Strategy-Man hier oben, den ignorieren wir, den brauchen wir nicht. Hier ist ganz vorsichtig zu machen. Hier mache ich auch mal schön Damage Cancel. Ihr könnt euch merken, nach dem ersten Drop, die dritte Linie. Wenn ihr da abspringt, wenn ihr im ersten Fuß auf dieser Linie seid, wenn ihr da abspringt, landet ihr genau perfekt auf der Kante. Macht dann noch eine Rolle in der Luft und ihr habt Damage Cancel. Normalerweise geht da immer ein bisschen Damage, ein bisschen Fallschaden, aber so geht dann. Das ist halt Damage Cancel. Dass genau so auf die Kante aufspringt. So, ihn könnt ihr entweder hier rüberscheuchen, ja, wie er sich verhält, entweder rennt er halt los, oder wie es bei mir ist, er macht einfach gar nichts, ne? Er chillt einfach. 2, Charge R2, tot. Fertig. Ihr braucht ihn nicht looten, ihr kriegt die Schwärme automatisch, das ist Dark Souls 3 und kein Dark Souls 2. Das gleiche gilt für ihn. 2 Charge R2, hier prallt in der Regel von dem Stein ab. Da habe ich den zweiten nicht lang genug gezögert. So habe ich einfach nur R2 getippt. Und dann geht es zurück in den Schrein. So, und jetzt, um das Ganze hier ein bisschen zu beschleunigen. Ich quatsche immer noch mit ihr. Nehme die Geste von ihr mit. Dann, damit wir die Geste von ihr kriegen später. Geben ihr die Aschen ab. Erzählen ja natürlich auch, wo wir sie gefunden haben, weil sonst frage ich es immer, dann guck mal, okay, brauche ich Shards? Nein, ich brauche 12, ich habe sogar 13, ich habe sogar einen übrig. Das heißt, ich könnte sogar eine skippen, ja. Rein theoretisch könnte ich sogar eine ignorieren, eine liegen lassen, die ich einsammle. Welche ihr da liegen lasst, ob ihr eine liegen lassen wollt, ist euch überlassen, ne. Ansonsten verkauft die keine Ahnung, sind glaube ich für 100, könnt auch für 100 verkaufen. Aber wir gucken, wir brauchen keine, wenn ihr welche braucht, kauft ihr halt entsprechend dann. Und jetzt ist wichtig, wenn ihr hier rausgeht, ja? Mehr machen wir noch nicht. Wir treten nicht wieder diesen Ring. Ne, diesen äußeren Ring. Weil sobald ihr da drin seid, seid ihr zu weit von den Ausgängen entfernt. Und da ist halt diese Fog Wall vor. Und es dauert ewig, bis das sie weg ist. Sobald ihr aber aus diesem Ring rausgeht, beginnt ein Timer quasi. Beginnt halt ein Timer. Der dann entsprechend anfängt runter zu ticken, um die Fogwall verschwinden zu lassen. Deswegen, wenn er zurückläuft, guckt er, dass er möglichst knapp hier links auf die Treppe aufgeht, nicht diesen Ring wieder überschreiten, dann seid ihr cool. Weil das funktioniert passt dann genau wunderbar, mit ihm da unten stehen, den Arschen abgeben, kurz einkaufen, bla bla bla. Dass hier oben ankommt, dass die Fogwall verschwindet, ihr könnt direkt durch. Weil wir wollen jetzt wollen wir nicht den Tree-Skip machen, das wäre im Prinzip ist das erste Mal, wenn ihr den Tree-Skip machen wollt, das ist ja quasi hier, wo wir bei den Krähen das Zeug eintauschen. Ne? Jetzt fälle ich den erst ein paar Mal, um euch zu zeigen, hey, es kann auch passieren, ist gar kein Thema, ist. Okay, ich fälle ihn nur einmal. Aber hey, passiert halt. Ne? Ist okay. So. Tauschen, ablegen, tun wir bei den Krähen. Eine normale Feuerbombe, eine schwarze Feuerbombe, die Prismasteine und Lorettas Knochen. Eine normale Feuerbombe. Leaf. Eine Black. Prismasteine und Lorettas Knochen. Das gibt uns eine große Titanitscherbe für die normale Feuerbombe, einen Titanitbrocken, das ist eine Chunk für die Blackfire Bomb. Für den Prismastein kriegen wir einen Twinkling Titanite, das verkaufen wir für 500. Ihr erinnert euch, wir haben für 10 Seelen den Prismastein gekauft, verkaufen wir für 500 Seelen dann das Titanit. Machen wir einen Gewinn von 490 Seelen.
Und für Loretta das Bone kriegt man einen Ring of Sacrifice, den verkaufen wir dann später für 2000 Seelen. Und ging dann noch die Call-Over-Geste. Bringt uns nichts im Run, aber ist ja okay. Sammelt das Zeug alles ein. Und dann droppt er es halt hier wieder runter. Ich mache jetzt auch hier nochmal Damage Cancel. Nehmt euch dann den silbernen Schlangenring mit, falls ihr ihn vorher noch nicht geholt habt, wenn ihr ihn jetzt erst holt. Oder wenn ihr ihn überhaupt holen wollt, könnt ihr ihn jetzt mitnehmen. Jetzt gehen wir hin und rüsten für das Short-Kurzschwert schon mal die Twins aus. Verkaufen alles. Verkaufen die Ember. Verkaufen die Twinkling Titan, die wir dabei haben. Wir verkaufen den Blitzschwert, den wir haben. Alle zusätzlichen Waffen, außer halt Kurzschwert und so weiter und so fort. Schilder verkauft er. Das Holzschild und das oben eingesammelte. Die Rüstung konnte er verkaufen. Wenn ihr Grasscast Shield nutzen wollt, nutzt es. Ich nutze es nicht. Ich habe es einfach nur aufgesammelt, um euch zu zeigen, wie er da dran kommt. Wenn ihr es nutzen wollt, nutzt es. Dann wird Flint nicht mehr funktionieren und manche Strats, die ich so fahre, funktionieren die halt nicht mit dem Grasscrest Shield, weil Flints boostet den Damage, je weniger Belastung ihr habt. Je schwerer ihr seid, je mehr ihr tragt, desto weniger boostet Flints halt den Damage und deswegen trage ich es halt nicht mit. So, wir bringen unsere Schwerter auf plus 4, die Fusion Blades. Wichtig, erst auf plus 4, dann die Asche abgeben, also die Kohle abgeben und infusen, sonst wird es teurer. So, spart ein paar Seelen. Hat natürlich noch Sharp Infuse. Haben jetzt noch 26k Seelen, knappe 26k. Level Dex. Ich baller hier hoch bis auf 30 oder so. Genau. Ich glaube 26 Dex oder 25 Dex ist so das Cap, was bei den Watchern reicht, dass ihr einen Backstab plus A2 Punish machen könnt, ohne dass der zweite Watcher direkt aufsteht. Alles da drüber, da steht halt direkt der zweite Watcher mit auf. Habt ihr direkt einen zweiten, aber dafür habt ihr auch ein bisschen ab, müsst ihr glaube ich nur dreimal punishen oder so und der fällt halt um. Deswegen sollen wir jetzt hier auf 30 Decks drauf. Ist vollkommen fein. Ist vollkommen ausreichend. Habt ihr Hotjack noch mitgenommen und den Dämon mitgenommen? Kommt ihr wahrscheinlich auf 32, 33 Decks. Nehmen uns hier das Graselauf, geben nochmal auf 31 Decks hoch jetzt. Killen ihn. Kriegen 1100 Seelen dafür. Ne? 1000 plus 10%. Natürlich einen silbernen Schlangenring. Und porten uns dann, mit dir habe ich gequatscht, habe ich gerade überlegt, und würden uns dann in Richtung nächstes Bonfire porten. Wir sehen, wir sind jetzt Level 23, gut, das ist mehr Controller als bei Soul Level, aber wir sind Level 23 jetzt und stehen auf 31 Decks. Ja, das war der erste Teil. Im nächsten Part geht es dann weiter mit Watcher, Volnir, Lake, und ich glaube sogar noch. Und ich glaube noch so alles weitere. Was wir nachkommen. Muss ich mir noch mal reinschauen. Aber Watcher und Sage und Lake auf jeden Fall. Und ich glaube, wir machen auch noch Lake und wir machen auch, glaube ich, noch Sage. Weil ich habe mittlerweile Sage vorgezogen, dass ich Spook und für Early Patches gehe. Dass ich halt früh Patches habe, dass ich halt Lost Castle auch mit Skulls laufen kann. Ist ganz angenehm. Ah, da kommen wir dann halt später zu. Ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß und wir sehen uns dann im nächsten Part, Teil 2, wenn es dann weitergeht. In dem Sinne, bis dahin, mach's gut und tschüss und viel Erfolg im Run.